Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Weitblick. Regelmäßige Zuseher unserer Reihe werden sich vielleicht wundern, warum ich Sie jetzt begrüße. Der Grund ist ganz einfach. Berthold Pelster, normalerweise Moderator dieser Reihe, ist heute mein Interviewgast. Wir haben sozusagen die Rollen getauscht. Hallo, Herr Pelster. Hallo, Herr Lehner. Der Grund für diesen Rollentausch, Berthold Pelster, ist der Autor der Dokumentation Christen in großer Bedrängnis, die das weltweite päpstliche Hilfswerk Kirche in Not regelmäßig herausgibt. Herr Pelster, Sie haben zum 5. Mal die Dokumentation Christen in großer Bedrängnis verfasst. Worum geht's da und welche Tendenzen lassen sich erkennen? Also unser Hilfswerk Kirche in Not gibt etwa alle 2 Jahre solch einen Bericht heraus unter dem Titel Christen in großer Bedrängnis. Wir schauen dann nach, wie ist es den Christen ergangen in den verschiedenen Krisenländern, Brennpunktländern. Aber wir gucken auch, wie es anderen religiösen Minderheiten ergangen ist. Dieses Mal wurden die Jahre 2016 und 2017 betrachtet und wir mussten feststellen, dass das Ausmaß von Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten immer noch auf einem sehr hohen Niveau gewesen ist. Als wir das Buch 2016 veröffentlicht haben, stand noch die Gewalt des IS im Mittelpunkt, des sogenannten Islamischen Staates, der im Irak 125.000 Christen vertrieben hatte. Das war im Sommer 2014 gewesen. Diese ganze Dramatik wurde damals geschildert, das strahlte ja auch aus nach Syrien. Die Folgen des IS, der mittlerweile militärisch besiegt ist, sind immer noch zu sehen. Wir werden im Laufe des Gesprächs sicherlich darauf noch zurückkommen. Also im Irak ist die Lage weiterhin sehr dramatisch für die Christen. In Syrien ist immer noch dieser Krieg, unter dem die Christen sehr leiden. In anderen Ländern wie Nigeria zum Beispiel ist Boko Haram, die vielleicht schlimmste Terrorgruppe weltweit, immer noch aktiv. Aber auch im kommunistischen Machtbereich in China zum Beispiel gibt es einige Tendenzen, die nichts Gutes für die Zukunft erwarten lassen. Also das Menschenrecht auf Religionsfreiheit weltweit in Gefahr, Christen leiden besonders. Sie haben einige Brennpunkte angesprochen, die Sie auch in Ihrem Buch beleuchten. Gehen wir vielleicht ein bisschen genauer darauf ein. Fangen wir an mit dem Nahen Osten, der ja in den letzten Jahren auch die Nachrichtenlage geprägt hat. Sie haben gesagt, inzwischen ist der Irak weitgehend befreit vom IS. Die Christen wurden damals vertrieben. Können sie denn jetzt zurückkehren? Sind die Voraussetzungen dafür gegeben und was ist da schon passiert? Also im Laufe des Jahres 2016 ist ja der IS militärisch besiegt worden, ist aus den meisten Gebieten, die er mal erobert hatte, wieder verdrängt worden. Im Irak gilt das, in Syrien gilt das. Und Anfang 2017 konnten die ersten Christen zurückkehren in die Ninive-Ebene, wo eben diese 125.000 vertriebenen Christen ehemals gewohnt haben. Und das Erschrecken war groß, als die ersten Kundschafter sozusagen dort ankamen, in ihre Dörfer zurückgegangen sind und geguckt haben, was ist denn mit meinem Wohnhaus? Denn die Schäden waren ganz immens. Kirche in Not hat dann hinterher mit den Christen vor Ort eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben festgestellt, dass ungefähr 13.000 Häuser zerstört waren, Wohnhäuser vor allen Dingen, aber auch Kirchen, Kapellen, kirchliche Einrichtungen. Die Schäden waren immens. Das heißt, die Häuser, deren Wände waren zerstört. Oft waren Häuser nur noch Schutthaufen, Ruinen. Und da gilt es jetzt, das alles wieder aufzubauen. Sie sagen, Kirche in Not hilft. Wie sieht es mit der staatlichen Hilfe aus? Gibt es da auch irgendwas Vergleichbares? Der Staat hat in den vergangenen Jahren relativ wenig getan für die Flüchtlinge. Auch im kurdischen Teil des Iraks, in Erbil, wo sehr viele Christen sich hingeflüchtet haben, hat der Staat wenig getan. Die Christen waren wirklich angewiesen auf die Hilfe der Kirche vor Ort, auf die örtlichen Gemeinden, auf die Kirchengemeinden in Erbil. Aber das Bistum, die Erzdiözese Erbil, konnte das natürlich alleine nicht stemmen. Und der zuständige Bischof Bashar Varda hat sich damals sehr schnell an das Hilfswerk Kirche in Not gewandt, das er schon aus früheren Jahren kannte, aus einer jahrelangen, wenn nicht gar jahrzehntelangen Zusammenarbeit, und hat um Hilfe gebeten, um humanitäre Hilfe. Es mussten Notunterkünfte gebaut werden für diese Christen in Erbil. Sie mussten mit Lebensmitteln versorgt werden und dergleichen mehr. Und das geht ja jetzt schon über Jahre, seit 2014. Also Ende der Verfolgung ist nicht unbedingt Ende des Leids. Das geht weiter. Die zerstörten Gebäude, die Sie angesprochen haben. Wie viele Christen sind denn mittlerweile zurückgekehrt in die Ninive-Ebene? Also nachdem also erste Wiederaufbauarbeiten stattgefunden haben, und es geht da nicht nur um einen Wiederaufbau, sondern oft ist es sogar gefährlich, in diese Häuser hereinzugehen, weil der IS Sprengfallen hinterlassen hat. Das heißt, wenn man die Haustür aufmacht, kann es passieren, dass eine Bombe explodiert. Das hat in vereinzelten Fällen auch zu Toten geführt oder zu schweren Verletzungen. Oder im Wohnzimmer sind
solche Sprengfallen versteckt hinter dem Sofakissen zum Beispiel oder hinter einer Schranktür. Also da musste erst viel Arbeit geleistet werden, aber inzwischen konnten etwa 3000 Häuser wieder bewohnbar gemacht werden. Das ließ es dann zu, dass etwa 40.000, 50.000 Christen zurückgekehrt sind. Vor allen Dingen kenne ich einen Prozentsatz, 40% der ehemals vertriebenen Christen konnten zurückkehren. Aber die anderen sind nach wie vor in Erbil in Notunterkünften. Oder sie haben den Irak ganz verlassen, sind in den Westen gegangen, in die USA, nach Australien, nach Lateinamerika, nach Deutschland. Also die Zahl der Christen ist dadurch auch zurückgegangen im Irak. Also zarte Hoffnungssignale, aber natürlich immer noch die Problematik. Man fragt sich ja unweigerlich, wenn man das hört, der IS ist vertrieben. Das ist zwar militärisch wahrscheinlich so, aber ist die Gefahr damit verbannt? Und wo sind eigentlich die IS-Kämpfer geblieben? Viele haben wahrscheinlich ihre Kampfuniform ausgezogen und sind einfach wieder untergetaucht in der lokalen Bevölkerung. Andere sind zurückgegangen ins Ausland. Und da zeigt sich eben auch, welche Gefahr von diesen IS-Kämpfern ausgehen kann. Da gibt es das Beispiel eines Ehepaars aus Indonesien, das in Syrien für den IS gekämpft hatte. Dieses Ehepaar ist zurückgegangen nach Indonesien und hat im Mai 2018 drei Sprengstoffanschläge verübt auf christliche Kirchen. Die Familie hat sich also aufgeteilt. Der Vater ist in die eine Kirche gegangen mit seinem Sprengstoffgürtel, hat sich in die Luft gesprengt während eines Gottesdienstes. Die Mutter ist mit ihren zwei kleinen Töchtern, 9 und 12 Jahre alt, in eine andere Kirche gegangen, hat sich dort mit den Kindern zusammen in die Luft gesprengt. Und die etwas älteren Söhne, 16 und 18 Jahre alt, haben eine dritte Kirche aufgesucht und dort ein Selbstmordattentat verübt. Diese Familie hat sich praktisch selbst ausgelöscht und dann gleichzeitig noch 7 weitere Menschen in den Tod gerissen. Und es gab mehrere Dutzend Verletzte, teilweise mit sehr schweren Verletzungen. Diese Menschen sind für ihr Leben gezeichnet. Also das Kämpfen, auch das Morden geht weiter. Das gilt nicht nur für den Irak und die umliegenden Länder, das gilt auch für Syrien. Der Krieg dort hält noch an, auch wenn der IS zurückgedrängt ist. Ein Symbol für diesen Krieg, eine Stadt, von der wir auch viel gehört haben, war Aleppo. Was wissen Sie über die Lage dort? Auch Aleppo ist inzwischen befreit, in Anführungszeichen, von den Regierungstruppen des Regimes. Das heißt, die Kämpfe haben weitgehend aufgehört. In den Randbezirken, in den Außenbezirken hört man noch manchmal Granatendonner. Aber in der Stadt selber ist anscheinend Frieden wieder eingekehrt. Natürlich ein Friede, der mit sehr drakonischen Maßnahmen aufrechterhalten wird durch das Regime. Jedenfalls die Zerstörungen sind dort auch sehr groß und die Menschen leiden immer noch unter einer großen Not, weil sie eben in zerstörten Häusern wohnen müssen. Sie sind weiterhin auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Zahl der Christen vor allen Dingen in Syrien hat sich durch diesen Krieg auch drastisch reduziert. Die Christen leiden natürlich wie alle anderen Bewohner, wie die Muslime in Syrien unter diesen entsetzlichen Folgen des Krieges. Aber viele Christen sind auch Opfer geworden von gezielten christenfeindlichen Anschlägen von islamistischen Gruppen. Viele Christen haben das Land verlassen. Sie mussten fliehen. Sie sind vertrieben worden. Oder manche haben auch vielleicht mit bösen Vorahnungen auch rechtzeitig das Land verlassen, sind ausgewandert. Und wie dramatisch dieser Schwund, dieser Verlust an Christen ist, das hat uns ein Franziskanerpater aus Aleppo geschildert. Wir hatten nämlich eine Pressekonferenz, als wir dieses Buch Christen in großer Bedrängnis vorgestellt haben, in München im Presseclub. Anfang Juni 2018 war das. Dort hatten wir zwei Gäste und einer davon war eben Pater Firas Lütfi aus Aleppo, aus dieser Stadt. Und er hat uns berichtet, wie die Lage der Christen und der Menschen überhaupt dort ist. Und wir haben ihn interviewt und haben ein Statement mitgebracht, das wir uns jetzt mal kurz anhören können. Der Schaden für das Christentum ist ein sehr ernstes Zeichen innerhalb der Geschichte der Kirche in dieser Region. Das Christentum in Syrien reicht ja zurück bis in die Anfänge, bis in die Zeit der Apostelgeschichte. In Antiochia in Syrien wurden die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt. Vor dem Krieg gab es in Syrien rund 2 Millionen Christen. Heute sind es nur noch 1 Million. In der Stadt Aleppo gab es vor dem Krieg 150.000 Christen. Heute sind es nur noch 30.000. Dieser starke Rückgang ist für uns ein sehr ernstes Zeichen.
Aber wir schauen nicht auf die Zahlen, sondern auf die Qualität unseres Zeugnisses. Das Wichtigste ist, dass die Kirche immer noch da ist, dass sie bei den Leuten ist, besonders bei denen, die leiden unter verschiedenen Formen von Gewalt, unter den Bomben, bei denen, die schlimme Verletzungen erlitten haben. Einige Bischöfe und Priester wurden sogar entführt, manche getötet. Sie starben als Märtyrer. Ich möchte besonders erinnern an Pater François Murat, der von Dschihadisten in einem Kloster in Rassanje getötet wurde, und an den Jesuiten Pater Franz van der Lucht. Die Priester sind vor Ort in diesem entsetzlichen Krieg. Keiner von ihnen ist geflüchtet. Und das ist ein großes Zeichen der Nächstenliebe und der Aufopferung im Dienst an den Armen. Und noch ein weiterer Punkt ist wichtig. Weil diese Priester gute Kontakte ins Ausland haben, können sie Hilfe organisieren und Geld für humanitäre Projekte. Und jetzt auch für den Wiederaufbau, für Entwicklungsprojekte. Also das zeigt, wie dramatisch die Lage in Syrien ist. Was wir in vielen Ländern beobachten, das ist eine Zersplitterung der Gesellschaft. Überall gibt es Kräfte, gibt es Gruppierungen, die zu Spaltungen in der Gesellschaft beitragen, die sehr polemisch, sehr fanatisch über Andersdenkende sprechen, die die Menschen gegeneinander aufhetzen. Im religiösen Bereich stellen wir das fest. Und die große Herausforderung ist, nach diesem entsetzlichen Krieg in Syrien diese Zersplitterung der Gesellschaft wieder zu reparieren, für Versöhnung zu arbeiten. Und auch hierzu hat Pater Firas einige interessante Gedanken geäußert. Zunächst einmal müssen wir unbedingt unterscheiden zwischen Islam, Fundamentalismus und der Gewalt, die im Namen des Islam verübt wird. Seit 1400 Jahren leben wir mit dem Islam zusammen. Jeder hat seinen Glauben, aber wir arbeiten zusammen, wir essen zusammen, wir leben zusammen in einem Land, in unserer Heimat. Fundamentalismus und Radikalismus werden instrumentalisiert von denen, die das politische und wirtschaftliche System umstürzen wollen. Das ist aber nicht der wahre Islam. Aber ich gebe Ihnen recht. Das zerstört die Gesellschaft von innen. Und der Krieg hat jetzt sogar die Gemeinschaft der Muslime gespalten. Sie steht jetzt vor der Herausforderung der Versöhnung zwischen den Alawiten und den Sunniten. Und in einigen Gebieten brauchen wir auch die Versöhnung zwischen Christen und Muslimen. Der Wiederaufbau nach dem Krieg betrifft also nicht nur die Steine, die Häuser, sondern auch unsere Seelen. Das Vertrauen zwischen den Bürgern muss wieder aufgebaut werden. Das ist sehr wichtig und es braucht Zeit. Der Krieg hat alles zerstört. Der Friede benötigt Zeit und erfordert die Zusammenarbeit von allen. Nach dem Evangelium sind diejenigen, die für den Frieden arbeiten, wunderschön in den Augen Gottes. Jeder Einzelne von uns muss jetzt Verantwortung übernehmen. Christen und Muslime. Bei den Christen die Orthodoxen, die Katholiken und die Protestanten. Und bei den Muslimen die Sunniten, die Alawiten und andere Arten von Muslimen. Die Schönheit Syriens ist wie ein großes Mosaik mit verschiedenen Religionen, ethnischen Gruppen und Konfessionen. Mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Islamistische Einflüsse, Herr Pelster, reichen ja nicht nur auf den Nahen Osten, sondern sogar weit bis nach Afrika. Die vielleicht bekannteste islamistische Terrorgruppe ist Boko Haram, die in Nigeria ihr Unwesen treibt. Die Regierung scheint wenig erfolgreich im Kampf gegen Boko Haram. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, Boko Haram hat sich in den vergangenen Jahren, etwa seit 2009, zu der vielleicht gefährlichsten, brutalsten Terrorgruppe weltweit entwickelt. Und die Regierung versucht natürlich, diese Terrorgruppe zu bekämpfen mit militärischen Mitteln. Sie hat auch hier und da Erfolge gehabt. Sie hat sogar auch großspurig
den Sieg über Boko Haram verkündet. Aber bis heute gehen die Anschläge von Boko Haram weiter. Und die Frage ist tatsächlich, warum schafft es die Regierung nicht, warum schafft es das Militär nicht oder auch in Zusammenarbeit mit der Polizei, warum wird es nicht geschafft, diese Gruppe Boko Haram zu bekämpfen? Und diese Frage habe ich auch dem katholischen Priester Father John Bakeni gestellt, der uns besucht hat zu der Pressekonferenz. Er lebt und arbeitet in der Stadt Maiduguri, das ist die Hochburg von Boko Haram. Dort ist Boko Haram auch entstanden. Und auf meine Frage, warum die Regierung es nicht schafft, diese Terrorgruppe zu bekämpfen, hat er Folgendes geantwortet. Das liegt vor allem am mangelnden Willen der verantwortlichen Stellen. Noch wichtiger aber sind, wie in vielen Konflikten dieser Welt, die Interessen derjenigen, die am Konflikt beteiligt sind. Das Ganze ist zu einem finanziellen Geschäft geworden, bei dem sich viel Geld verdienen lässt. Wie in jedem Konflikt gibt es Nutznießer. Ich glaube, dass dies der Hauptgrund ist, warum der Konflikt bislang noch nicht beendet werden konnte. Also Terrorismus als Geschäftsmodell, mit dem man viel Geld verdienen kann. Aber natürlich standen am Anfang von Boko Haram eher religiöse Motive, religiöse Ziele im Vordergrund. Boko Haram hat das Ziel, einen islamischen Staat zu errichten im Norden Nigerias, dort wo hauptsächlich Muslime leben. Und Boko Haram bekämpft eigentlich alle, die sich diesem Ziel in den Weg stellen. Das können moderate Muslime sein, die mit dieser sehr rigiden Form des Islams nicht einverstanden sind. Das können aber auch Christen sein, die nach Auffassung von Boko Haram keinen Platz haben in solch einem islamischen Staat. Ich habe Father John Bakeni gefragt, ob es solche religiösen Motive gibt im Verhalten von Boko Haram, und er hat Folgendes geantwortet. Ja, natürlich gibt es die. Von Beginn an hat Boko Haram Christen angegriffen, Kirchen verwüstet, die Lebensgrundlagen der Christen zerstört. Aber im Laufe der Zeit wurden auch Muslime Opfer von Boko Haram. Muslime, die sich der Ideologie von Boko Haram nicht unterwerfen wollten. Heute ist die Lage im Nordosten von Nigeria so, dass Christen und Muslime gleichermaßen Opfer der Gewaltaktionen von Boko Haram werden. Moscheen wie auch Kirchen wurden niedergebrannt. Christen wie auch Muslime wurden getötet. Christen und Muslime wurden vertrieben. Christen und Muslime haben inzwischen erkannt, dass Boko Haram für sie ein gemeinsamer Feind ist. Wenn jetzt auch viele Muslime Opfer der Gewalt von Boko Haram werden, wie es angesprochen wurde, dann frage ich mich, gibt es dann eigentlich auch Proteste von Seiten der muslimischen Bevölkerung? Müsste nicht auch die Religionsführer, die muslimischen Führer, die Geistlichen mehr tun gegen Boko Haram? Das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage. Da müsste man mehr erwarten, da erhofft man sich mehr. Aber tatsächlich gibt es auch prominente Stimmen in Nigeria und übrigens auch in anderen Teilen der muslimischen Welt, prominente Stimmen, die sich gegen die Gewalt von Boko Haram aussprechen, die Gewalt, den Terror, die Intoleranz, die Brutalität von Boko Haram ganz klar und eindeutig verurteilen. Und auch hier gibt Father John Bakeni einige Beispiele. Ja, da gibt es sehr viele. Der Gouverneur des Bundeslandes Borno, dort, wo die Aktionen von Boko Haram begannen, übrigens sind zwei seiner Brüder, wie man weiß, Mitglieder bei Boko Haram. Also dieser Gouverneur hat die Gewalt von Boko Haram sehr, sehr klar und deutlich verurteilt. Und auch der oberste traditionelle Herrscher des Borno-Reiches hat diese Gruppe Boko Haram sehr klar und ausdrücklich verurteilt. Es gibt also tatsächlich einige. Wir brauchen aber noch mehr einflussreiche Personen und Politiker und islamische Führer, die ihre Stimme erheben. Dann wären ihre Stimmen stark genug. Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung gibt es aber nicht nur durch einen sehr militanten Islamismus und nicht nur in der islamischen Welt. Machen wir einen Blick in Länder, die vom Kommunismus beherrscht werden. China gehört dazu. Da ist vieles in Bewegung, auch vieles in der großen Debatte, auch innerhalb der Kirche. Wie ist dort die aktuelle Entwicklung? China ist bis heute ein Land, das vom Kommunismus regiert und beherrscht wird. Und nach kommunistischer Lehre soll ja eigentlich der Atheismus in der Gesellschaft durchgesetzt werden. Religion gilt als Aberglaube, der zum Wohle der Gesellschaft besser abgeschafft werden würde.
Das lässt sich aber oder hat sich in der Vergangenheit nicht durchsetzen lassen. In China gibt es nach wie vor viele Millionen Menschen, die einer Religion anhängen. Und so versucht der Staat alles, um eben Religion zu kontrollieren, zu steuern, zu manipulieren, in seinem Sinne zu beeinflussen. Ganz wichtig ist dem chinesischen Staat, der chinesischen Regierung, die Unabhängigkeit vom Ausland, egal um welche Religionsgemeinschaft es da geht. Beim Buddhismus zum Beispiel die Unabhängigkeit vom Dalai Lama. Und beim Christentum eben die Unabhängigkeit etwa vom Zentrum der katholischen Weltkirche in Rom, die Unabhängigkeit vom Papst. Die Kirche soll sich selbst organisieren, sie soll sich auch selbst finanzieren, sie soll keinen Einfluss aus dem Ausland bekommen, auch nicht in personeller Art, also Missionare in China sind verboten. Trotzdem gibt es eben ein sehr blühendes christliches Leben und der Staat hat vor etlichen Jahren schon Richtlinien für das religiöse Leben erlassen und hat definiert, erlaubt ist religiöses Leben nur in dem vom Staat vorgegebenen Rahmen. Und alles, was darüber hinausgeht, Religionsgemeinschaften müssen sich staatlich registrieren. Wer das nicht tut, der bewegt sich im illegalen Bereich. Das hat es in der Vergangenheit viel gegeben. Oft hat der Staat oder haben die zuständigen Behörden nicht immer so genau hingeschaut oder haben auch mal ein Auge zugedrückt, wenn es um eher unbedeutende religiöse Aktivitäten gegangen ist. Aber jetzt im Februar 2018 hat die kommunistische Regierung erweiterte religiöse Richtlinien erlassen in einer verschärften Form und etwas ganz Heikles in diesem Paragraphenwerk ist, dass für unerlaubte, für illegale, aus Sicht des Staates illegale religiöse Aktivitäten jetzt hohe, drastische Geldstrafen verhängt werden. Und es ist zu befürchten, dass dieser rechtliche Graubereich, den es in der Vergangenheit gegeben hat, dass der mehr und mehr aufgelöst wird. Und das bedeutet natürlich große Gefahr, etwa für die protestantischen Hauskirchen, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen, oder für die sogenannte katholische Untergrundkirche. Da ist also Schlimmes zu befürchten für die Zukunft. Es könnte im schlimmsten Fall passieren, dass diese Untergrundgemeinden mehr oder weniger ausgelöscht werden. In China geht es ja sehr viel um Ideologie. Der Kommunismus soll als Gesellschaftssystem durchgedrückt werden. Andere Diktaturen gibt es, denen es nur um Macht geht. Nordkorea ist so ein Beispiel, eine der gefährlichsten Diktaturen weltweit und sicherlich eines der bedrohlichsten Länder für Christen. Wir haben alle die Bilder vor Augen, dieses Treffen von Präsident Trump und dem Machthaber Kim Jong-un. Ist da ein Tauwetter im Aufziehen, das sich auch auf die Christen auswirken könnte? Ja, Sie sagen es, Nordkorea ist wirklich eine der schlimmsten Diktaturen. Es gibt dort eine Dynastie von Diktatoren, Großvater, Vater, Sohn. Dieses Regime hat gleich am Anfang sämtliche kirchlichen Strukturen vernichtet. Priester und Mönche und Ordensleute wurden vertrieben, wurden verhaftet, wurden ins Arbeitslager gesteckt. Es gibt heute, oder kein Mensch weiß, wie viele Christen es überhaupt noch gibt in Nordkorea. Jetzt durch diese neuen Gespräche keimt tatsächlich so etwas wie Hoffnung auf. Aber es sind ja erst die Anfänge und da wird wahrscheinlich ein ganz langer Weg gegangen werden müssen, ein steiniger Weg. Da muss viel Arbeit reingesteckt werden. Die Bischöfe in Südkorea haben sich immerhin hoffnungsvoll geäußert. Kein Wunder, sie bereiten sich seit Jahren, ja seit Jahrzehnten vor auf eine Wiedervereinigung in Südkorea, in der Hauptstadt Seoul, wird zum Beispiel jeden Dienstag seit 1995 für die Wiedervereinigung, für eine Versöhnung von Nord und Süd gebetet. Und wir alle hoffen, dass diese Gespräche jetzt zu einem Erfolg führen werden und zu Erleichterung für die Christen und die anderen Religionsgemeinschaften. Pastor, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir haben einige Schwerpunkte der Christenverfolgung auch angesprochen weltweit. Manche Brennpunktländer mehr sind in dem Buch enthalten, Christen in großer Bedrängnis. Wo ist das zu bekommen? Dieses Buch wird von Kirche in Not verbreitet. Man kann es dort also bestellen. Es kostet 1 Euro. Das sind praktisch die Selbstkosten. Die Informationen, wo man das genau bekommen kann, findet man am einfachsten auf der Website von Kirche in Not, www.kirche-in-not.de. Danke, Herr Pastor, für diese umfangreichen Informationen. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein. Alles Gute und auf Wiedersehen. Thank you.
Musik.